Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Friday the 13th. Wir gehen auch direkt auf Ready. Und wollen wir gucken, dass die anderen auch schnell auf Ready gehen, damit wir das Spiel auch sehr schnell treten können. Sie an. 13, 12, 11. Jawohl. Gleich geht's los, gleich geht's Who has a los. mic here? What the fuck? Für die Schnauze. So. Who has a mic here? We got a mic, but it's for commentary to our viewers. Yes. So, Higgins Haven. Da sind wir auch schon. Laden, laden. Wir gehen in den Laden. Noch ein paar Sekunden bis zum Start. Uns schalten wir schon mal hinweg. Ja, das kriegen wir wohin. Ja. Und die Runde startet. Jetzt sind wir auch mal sie. Mal gucken, was wir mit ihr anstellen What in the können. fuck is happening? What in the fuck? Kennen wir What the fuck is happening, aber what in the fuck? So, erstmal eben bewaffnen. Kurz hier reingucken. Nichts Sinnvolles. Nope. Kannst gerne hier drin bleiben. Geh ins nächste Haus. So. Wir gucken uns hier weiter um. Das ist ein bisschen übereifrig, der Kerl, wa? Schläge. Der ist ein bisschen besser. Der versucht uns hier alles wegzulooten. Oh. Nehmen wir doch die mal. Türe zu. Und wir gehen da hinten rüber. Schauen uns dort einmal eben um. Fenster auf. Reingeklettert. Ja, also das Fenster klettern dauert natürlich immer ein bisschen länger, aber finde, das ist nicht ganz so auffällig, als wenn eine Tür offen steht. Ein Radio. Bei dem wir immer noch nicht wissen, wie wir es nutzen. Ich muss mir einfach mal so eine Online-Anleitung durchlesen. Oh, eine Axt. Ach nö, würde ich lieber die Knarre haben. So, hier haben wir noch was zum Untersuchen. Map haben wir. Oh Nur von wo kamen die Schreie? Wo kamen die Schreie? Ja, wir brauchen ja jetzt hier nicht die ganze Zeit in der Siedlung rumhängen. Wir laufen jetzt einfach mal hier hinten weg. Ich würde ganz gerne in Richtung Auto gehen. Weil das, was wir haben, ist wieder ein Funkgerät, aber... Entschuldigung. Aber null Ahnung, wie wir es nutzen. Nee. Oh. Sind schon ein paar abgehauen. Ist es weit zum nächsten Ufer?
Es geht eigentlich. So, schwimmen wir mal rüber. Hoffen wir, dass wir jetzt keinen Wasser-Jason haben, ansonsten sind wir am Arsch. Wenn man da so auf die Minimap guckt, machen wir einen ordentlichen Geräuschpegel. So. Oh, oh. Oh, oh. Du Sau! Ja, war ja klar, dass er das gehört hat. Dämlich. Ja. You died. Du Schweinehund. Leave match. Jawohl, confirm. Bestätige. So, Quick Play. Quick Play, wir wollen ein neues aufmachen. Da lassen wir nicht lange warten. Nach 5 Minuten draufgegangen. Tja. Vanessa. AJ. Jenny, Kenny, Tiffany, Deborah. Oh, ihn haben wir jetzt auch mit dabei. Dann sollten wir ihn auch noch mit Perks ausrüsten. Der ist neu mit freigespielt. So. Ja. Sind wir mit einverstanden. Unseren Brandon haben wir mit dabei. Oh, wir sind die zweite in der Lobby. Hey, hallo. Daniel 7878. Ja. Muten wir dich schon mal. Wir sind schon mal ready. Wir bleiben auch erstmal ready. Gucken, dass hier schnellstmöglich noch ein paar Leute nachkommen. Das ist auch nett zu sein, zu sehen. Der eine spielt auf jeden Fall Deborah und den alten Jason. Was ist denn nu? Connection timed out. But why? Ach, bestimmt am Host irgendwie oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das macht aber ja auch nichts. Nehmen wir halt die nächste Lobby. Ich habe so fast das Gefühl, dass wir gar keine Punkte kriegen, wenn wir ein Match verlassen. Wir müssen es uns im Normalfall sogar auch noch bis zum Ende angucken, damit wir unsere XP bekommen. Ihr könnt mich da gerne verbessern, wenn ihr andere Informationen habt. Aber so scheint es für mich zu sein. Ist auf jeden Fall das Einzige, was für mich irgendwie plausibel klingt. Gucken wir mal, wir haben 529 XP oder CP. Oh, ist schon wieder in einem Match. Mann, hast du ein tolles Mikrofon, wer auch immer da gewesen ist. Aber gar nicht hören. Aus. So. Und ready. Ja, 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 ja. Was ist los mit euch? Kommt schon.
Werdet fertig. Spätestens jetzt seid ihr es. Ja, der Raum, der ist auch schon voll. Das ist natürlich super. Oh. Tja. Blöd, wenn die PlayStation irgendwelche dummen Downloads macht. Higgins Haven. Bevor nachgefragt wird, ja, wir spielen das Ganze über die PS4. Ich weiß, man hätte es auch für den PC holen können, aber am Release-Tag war es für den PC und für die PS4 preislich gleich. Also habe ich mich für die PS4-Version entschieden. Da ich das Spiel sowieso lieber mit dem Controller spiele und mir in letzter Zeit eher weniger PS4-Games geholt habe. Higgins Haven 1984. Der nasse Jason. Und wir sind wieder Kenny Riddell. Gut. Gotta get out of here. Now. Rein hier. Hoffentlich haben wir jetzt nicht hier wieder die Oberlooter. Jetzt wieder alles weglooten. So. Eine Kleinigkeit, mit der wir uns wenigstens teilweise wehren können. Eine Map brauchen wir nicht. Sie an. Haben wir nichts. Und hier vielleicht? Nein. Was verbirgt sich in der Schublade? Auch nichts. Ein Funkgerät? Wir haben ein Funk. So. Der erste Sense von ihm ist auch schon vorhanden. Ich hoffe, er kommt hier nicht zum Evergreen Camp. Wäre ganz doof, wenn er hier als erstes rankommt. Und wenn, ist es auch doof von uns, über die Mitte des Camps zu laufen. So, da haben wir schon mal eine Knarre. Nichts drinne. Und mach auf. Nichts drinne. Da ist nichts zu untersuchen. Da hätten wir höchstens noch Rohrzange. Au! Propellerschraube. Dafür lassen wir die Knarre liegen. Das ist doch schön. Wir haben ein Utensil fürs Boot. Wenn jetzt noch jemand sofort das Benzin gefunden hat, dann sind wir hier aber schneller weg wie der Wind. Scheinbar nicht. Können die, glaube ich, auch einfach fallen lassen. Oh, nee. Können wir nicht. So, dann wollen wir die mal anbringen. Haben wir jetzt? Haben wir nicht? Was ist denn nun los? Wir haben nicht mal eine Fehlermeldung gekriegt. Da ist es uns wohl nicht gestattet, die Schraube anzubringen. Das ist ja ganz toll, ganz reizend von euch, Leute. Da haben wir endlich mal diese blöde Propellerschraube gefunden. Und dann fliegen wir einfach willkürlich raus. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich will mich ja nicht aufregen, aber das finde ich schon eine Frechheit. Ja. Bin ich für, das als Frechheit zu bezeichnen.
Tut mir leid, Leute, also irgendwie ist da gerade der Wurm drin. Ein sehr kurzes Match, weil wir kurz nach dem Schwimmen abgefangen worden sind. Dann sind wir aus einer Lobby rausgeflogen. Und jetzt sind wir gar aus dem Spiel rausgeflogen. Das ohne Fehlermeldung. Was ist denn los heute? So, jetzt darfst du auch bitte mal connecten. Schön. Jetzt kommen wir schon mal in ein Lobby, in der wir alleine sind. Egal, wir lassen uns einfach mal eben stehen. Gucken mal, wie lange es dauert, bis da jemand nachkommt. Ja. Ja, Freunde, ihr dürft mitspielen. Der schon da ist, den sollten wir mal muten. Tja, schade, dass wir im Moment keinen Live-Chat haben oder sowas. Sonst würde ich euch fragen, sollen wir hier in der Lobby bleiben oder wollen wir sie wechseln? Also eine neue Lobby suchen. Ja. Ich meine, sonst ist es ja auch so, auch bei einem Quickplay von anderen, irgendwer muss ja die Lobby aufmachen. Irgendwer startet die Lobby, ja. Jetzt in diesem Falle sind wir es. Denn wir haben ja auch die Möglichkeit, die jeweiligen Maps auszusuchen. Was ein bisschen schade ist, dass es bisher leider trotzdem nur drei Maps sind. Und da kommt schon der erste. Hello. Back. Gemutet. Also er sagt auf jeden Fall nichts. Mal gucken, ob er drinnen bleibt. So, Leute, kommt in die Lobby, kommt in unsere Lobby. Kommt herein, schaut heraus. Na los jetzt, einer allein kannst du nicht sein. Da kommt der Nächste. Da ist der Nächste. Hallo? Mute. So, jetzt sind wir schon mal zu dritt. Scheinen ja mehr zu werden. Dürfen auch gerne noch mehr werden. Es braucht ganz schön, bis sich das füllt, so wie es aussieht. Ja, deswegen joine ich lieber anderen Lobbys.
Oh, has left. Ja, dann machen wir die Lobby auch dicht. Komm, zwei sind drinne, einer wieder raus. Das hat so keinen Zweck. Leider nicht, nein, nein. An dieser Stelle danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es hoffentlich störungsfrei weitergeht mit Ciao.